dass du wieder dabei bist. Heute machen wir uns ran an ein SpongeBob-Boot. Hallo Leute. Yo, yo, Captain. Ich höre euch gar nicht. Yo, yo, Captain. Wer wohnt in der Ketchupflasche ganz tief im Meer? Saustark gebraten und lecker dazu. Wenn euch der Sinn nach pazifischen Umsatz euch steht, dann schwing dich an Bord und komm hier gar nicht zu spät. Und alle Hot Dog, 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 Hot Dog. Wir alle kennen ja unseren guten alten Bob. Er probiert ja immer, sag ich mal, durch die Fahrschule zu kommen. Mrs. Puff verzweifelt schon langsam an ihn. Aber trotz alledem wollen wir uns heute ein Bötchen bauen von SpongeBob. Und natürlich seht ihr das gute Stückchen vor mir. Apropos natürlich SpongeBob bauen, ne? Wenn ihr mal Lust habt, mal so eine richtige SpongeBob-Welt euch zu basteln, guckt mal bei PlaySample vorbei. Der fängt gerade richtig wieder an, mit SpongeBob so ein paar schöne Gebäudchen sich dazu basteln. Er hat ja schon ewig mal vor langer Zeit schon einige Gebäude gebaut, die wir jetzt alle überarbeiten. Und ich helfe ihm dabei und dann kriegen wir da eine super tolle SpongeBob-Welt hin. Würde mich freuen, wenn ihr da mal mit reinschaut und auch noch ein paar tolle Ideen zu SpongeBob. Ich denke mir so, das könnte ja auch was werden, denn wenn wir da eine neue Welt uns aufbauen zusammen mit Play, so eine richtig coole SpongeBob-Welt, das ist doch was. Aber natürlich, für so eine SpongeBob-Welt fangen wir erstmal mit dem Boot an. Ne, erstmal mit den kleinen Sachen, bevor es zu den großen Sachen geht. Und ihr wisst, erstmal wie immer an die Kiste ran. Für so ein Bikini-Bottom-Bildchen brauchen wir einfach mal ein paar Schleifsteine, rote niederzige Stufen, Quarztreppen, davon nochmal den Block. Dann holen wir uns ein bisschen Glas, ne, für unsere Frontscheibe raus. Ich empfehle euch einfach mal graue Glasscheiben und türkise Glasscheiben. Dann holen wir uns nochmal einen Amboss raus, eine Eisenfalltür und Schwarzeichen-Soundtor. Wir beginnen erstmal natürlich mit den Unterboden von unserem Bötchen. Schnappt euch mal einfach mal so eine Netherziegelstufe raus. Da würde ich mal sagen, ziehen wir erstmal auf eine gewisse Länge. Denn wir fangen erstmal vorne an mit einer einzelnen Stufe als Spitze. Dann gehen wir einfach mal zur Seite mit zwei. Dann gehen wir nochmal, würde ich mal sagen, drei nach hinten wieder weg. So, dass wir, sag ich mal, vorne einen Einer haben, dann Zweier und dann hinten einen Dreier. So, bei dem Dreier, da würde ich mal sagen, gehen wir hinten zur Seite auch nochmal. Ja, machen wir mal auch drei hier so quer, so einfach mal nach hinten weg. Auf der anderen Seite ziehen wir uns das genauso, wie wir es vorne haben. Ne? Wir fangen erstmal mit einer an, dann ein Zweier und dann ein Dreier. Und dann haben wir, sag ich mal, unseren Unterboden schon fertig. Jetzt wollen wir uns gleich schon mal die Räder reinbasteln. Wir schlagen gleich hinter unserer ersten Stufe ein Löchlein rein. Dann gehen wir auf die Rückseite. Da schlagen wir jetzt hier auch nochmal zwei Löchlein rein. Da können wir jetzt unsere Räder uns reinbasteln. Die Räder möchte ich gerne mit Schleifsteinen mir basteln. Schleifsteine haben immer die Eigenschaft, du musst, sag ich mal, die von oben platzieren, damit sie natürlich auch umgedreht sind. Sieht natürlich ein bisschen doof aus, wenn wir die, sag ich mal, jetzt so platzieren. So soll es natürlich nicht aussehen. Die müssen wir einmal umdrehen. Dafür müssen wir natürlich einen Block darüber schaffen. Das heißt einfach, wir nehmen uns hier einfach mal solch einen Niederziegelblock, müssen dann leider hier vorne was weghauen, aber macht nichts, kriegen wir hin. Und dann gehen wir hier einfach mal ein bisschen tiefer und setzen da uns einfach unseren Schleifstein hin. Wenn wir das gemacht haben, können wir dann ganz einfach hier wieder vorne unsere Niederziegelstufe machen und das gleiche Prinzip machen wir auf der Rückseite. Apropos Rückseite, da wollen wir gleich ein bisschen Vorarbeit leisten. Wir machen uns einfach mal, würde ich mal sagen, hier hinten einfach mal hier schon mal drei Quarztreppen rauf. Gleich gegenüber müssen wir uns dann auch nochmal drei weitere hier einfach mal so platzieren. Und dann unter diesen anderen zwei werden wir uns dann nochmal gleich unsere Schleifsteine setzen. Wenn wir dann unsere Schleifsteine runter haben, können wir natürlich hier auch wieder unsere Löcher füllen, ne? Nachdem wir die dann da einfach mal platziert haben. Jetzt wollen wir natürlich so ein bisschen die Seitenteile von unserem Bötchen bauen. Wir nehmen uns einfach mal unseren Quarzblock raus und platzieren hier einfach mal komplett an den Seiten unsere Quarzblöcke. Aber aufgepasst, wir wollen hier hinten auf dieser Dreier-Schicht hier, die wir haben, in der Mitte uns eine Tür basteln. Da einfach eine umgedrehte Treppe rein, auf der anderen Seite dann genau das gleiche Spiel. Hier vorne erstmal uns ein paar Blöcke hin und hier hinten auf der Dreierfläche setzen wir uns auch nochmal eine umgedrehte Treppe hin. So, wenn wir schon mal die Treppen haben, setzen wir auf der Rückseite, na, da bleibt uns wieder ein bisschen eine kleine Spielerei offen, wie wir das machen wollen. Entweder setzen wir die so zur Seite weg oder wir setzen die Treppe so nach hinten weg. Das ist so eine kleine Optik, kann man ja ein bisschen rumspielen, wie man das möchte. Ich mache mir die einfach mal nach hinten weg, ja, damit wir hier so eine Karosserie, so ein bisschen die Form kriegen von unserem Bötchen. Und dann wollen wir nochmal auf der Vorderseite jeweils jetzt hier vorne an so einem Klotz nochmal eine weitere Treppe platzieren. Auf der anderen Seite geht es natürlich dann auch wieder hier zurück. Und wenn wir das soweit haben, können wir jetzt eigentlich unsere Frontscheibe gleich mal setzen. Ups, wir müssen hier vorne in der Mitte machen, einen Block uns hier reinsetzen. Und dann geht es mit der Frontscheibe weiter. Ich setze mir jetzt einfach mal hier an den Seiten erstmal meine grauen Glasscheiben hin. Das ist so ein bisschen die Halterung für unsere türkisen Glasscheiben. Ne? Und dann haben wir das auch schon erledigt.
Jetzt geht's weiter auf der Rückseite. Da wollen wir natürlich noch den Motor setzen von unserem Bötchen. Ne, bei unserem Boot ist der nicht vorne, sondern hinten. Da würde ich mal sagen, setzen wir in der Mitte einfach mal eine Eisenfalte hin. Darauf platzieren wir dann einfach mal unseren Amboss. Und hier auf der Rückseite, da würde ich sagen, setzen wir uns dann einfach nochmal so ein Zauntor ran. Ah, vielleicht nicht oben, machen wir mal lieber unten hin. Ne, so eine kleine Spielerei ist das ja immer. Wenn wir dann soweit sind, bauen wir wieder ein paar neue Blöcke. Und zum Schluss für unser Bötchen wollen wir es natürlich noch einrichten. Da holen wir uns nochmal einfach ein anderes Zauntor raus. Dann würde ich mal sagen, Fichtenholztreppe, eine Truhe brauchen wir vielleicht und einen Hebel. Dann richten wir mal unser Bötchen ein, machen uns erstmal zwei Sitze rein. In der Mitte würde ich mal sagen, ja, eine Truhe können wir uns da reinbasteln, ne? Können wir mal was mitnehmen, wenn wir unterwegs sind. Natürlich noch einen Schallknüppel und dann holen wir uns einfach noch hier mit dem Zaunter noch so ein Lenkrad rein. Ich überlege noch gerade so, wir könnten ja hinten auch noch so ein kleines Kennzeichen uns ransetzen mit einem Schildchen. Dann kann man ja raufschreiben, was man möchte, ne? Wem das Bötchen denn noch gehört. Und dann sind wir auch fertig mit unserem Bötchen. Ne? Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt auf SpongeBob, dann guckt mal bei Play vorbei. Der bastelt wieder, der legt jetzt los mit SpongeBob und ich helfe ihm dabei. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Ich fahre jetzt noch eine Runde unter Wasser entlang und hoffe, dir hat das Baututorial wie immer gefallen. Dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.